So, manchmal frage ich mich, was soll ich euch denn noch erzählen? Für mich sind die meisten Lichtsitzungen ja Routine. Ne? Man macht sich schon seit ewigen Zeiten, denkt da gar nicht mehr drüber nach. Und hier jetzt ein Bild, wo ich mal wieder von draußen angesprochen wurde. Das ist eine, ja, wie nennt man das, Bauchtänzerin, Bellydancer, die ins Studio kam und wie das öfters mal so heutzutage ist, mit einem Handy oder Smartphone, kramt ein Bild raus und zeigte, das ist eine klassische Pose im Bauchtanz, die würde ich gerne machen und können wir das machen. Ich habe mir das dann entsprechend angeschaut, es war ein weißer Hintergrund, ich wollte jetzt schon fast sagen Trivialbeleuchtung, aber das ist eigentlich jetzt gemein. Aber eben nichts Besonderes. Ne? Kann man bei mir innerhalb von einer Minute oder so entsprechend einstellen und machen. Dann habe ich überlegt, eigentlich zu schade. Ne? Das ist eine sehr schöne Pose. Man sollte mal was Besonderes draus machen. Und ja, was überlegt man dann in der Praxis? Ja, weißer Hintergrund? Nehmen wir weg, nehmen wir schwarz. Okay, schwarzer Hintergrund, wie beleuchte ich? Wie macht Sinn, wie ist effektvoll? Und da habe ich dann hier überlegt, ich nehme eine Lichtsetzung, die eben von oben kommt. Ist in einem kleinen Studio mit einer Deckenhöhe von 2,50 Meter gar nicht so einfach. Aber mit einer Bauchtänzerin, die sich eben nach hinten beugt, durchaus machbar. Also habe ich das entsprechend umgesetzt und ich zeige euch jetzt mal den entsprechenden Aufbau. So, ich habe versucht, so in etwa die Konstellation in Satellite nachzubilden, was in der Praxis relativ schwierig ist. Also ich finde das Programm nicht schlecht, aber wenn es komplexe Dinge sind, wie jetzt gerade, ne, die Situation, die wir jetzt haben, die nachzustellen, gerade was das Modell angeht, ist ja, extrem schwierig bzw. aufwendig und deswegen habe ich es mir auch erspart. So, aber ich hoffe, dass ihr trotz allem genügend Fantasie habt, um euch vorzustellen, wie das Ganze aussieht. Also, ihr könnt rechts unten sehen, wie die Konstellation ist. Das heißt, das Modell stand oder hing recht nah an der hinteren Wand, vielleicht einen Meter. Also, mein Studio ist entsprechend klein, da muss man sowas machen. Der 300 Watt Sekunden Blitz war auf niedrigster Stufe, also 1/16. Und kam so weit wie möglich von oben. Das heißt, er war hochgefahren und runtergeklappt, so ähnlich wie hier dargestellt, nur dass in der Praxis bei mir das Klappen, Gott sei Dank, noch etwas besser geht, weil ich einen Galgen dran habe. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass der Okta, na, ich würde mal sagen, fast waagerecht über ihr war, nicht ganz, vielleicht einen Winkel von 10, 20 Grad. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht nachgemessen habe. Aber er war relativ waagerecht über ihr. Das heißt, sie musste sich ganz vorsichtig zurücklehnen mit dem Kopf in den Bereich des Oktas mit entsprechendem Gerät. Und wir mussten dann Probeschüsse machen, um die Position entsprechend festzulegen. So war also die entsprechende Konstellation. Blende war, soweit ich mich erinnere, 5,6 oder so, also in der Hinsicht relativ offenblendig, um auch den Hintergrund noch ein bisschen mehr verschwimmen zu lassen, weil er relativ nah dran war. Aber das war es im Endeffekt. Und mit dieser Lichtsetzung und natürlich einigen Versuchen und so weiter, haben wir dann das Bild zustande gekriegt. So, wo liegen denn in der Praxis die Schwierigkeiten bei so einem Lichtsetzung oder Lichtaufbau? Wenn ihr ein großes Studio habt, würde ich mal sagen, so gut wie gar keine. Wenn ihr ein kleines Studio habt, ist die Deckenhöhe das entsprechende Problem, da sie sich aber nach hinten entsprechend übergebogen hat.
Und wir ja hauptsächlich das Gesicht und Brustbereich entsprechend ausgeleuchtet haben, ist das entsprechend machbar gewesen. Was ihr dafür braucht in der Praxis, würde ich sagen, ist ein stabiles Stativ, ein Galgen, ein ja, Systemblitz, reicht vollkommen aus, kann ich euch jetzt schon sagen. Oder eben einen ja, leichten Blitz, wollte ich schon sagen, also einen Blitz mit vielleicht 300 Wattsekunden oder so. Oder 200 Wattsekunden würde auch voll und ganz reichen. Wie gesagt, ich war hier schon auf der untersten Stufe von der Lichtmenge her. Möchte man eine mehr Tiefenschärfe haben und so weiter, müsste man ein bisschen aufdrehen, aber das ist alles kein Problem. Das Problem liegt eben daran, dass man den Lichtformer, die Octabox mit einer entsprechenden Wabe, in diesem Fall war es nur 90 cm, ja, außer dass sie nicht im Bild ist, ne, also so weit hoch wie möglich ansetzen kann und dann über das Modell bringen kann. Wenn man das entsprechend geschafft hat, gibt es noch einen Punkt, und zwar ist das die Pose des Modells. Man muss sich immer klar machen, das Licht kommt in diesem Fall ja fast genau von oben. Und das bedeutet, wenn man wirklich das Gesicht des Modells sehen will und die Augen sehen will, dann muss sie auch eine Pose annehmen, wo der Kopf leicht geneigt ist. Das war eigentlich Hauptproblem für sie, einen passenden Winkel hinzubekommen, dass man auch sehr schön entsprechend die Augenpartie sehen kann. Das war es aber im Groben und Ganzen schon. Und es ist aus meiner Sicht eine relativ einfach nachvollziehbare entsprechende Pose bzw. Lichtsetzung. Wenn ihr anstatt eines Oktas, ich wollte ein entsprechend weiches Licht haben, jetzt vielleicht einen, sagen wir mal, ein Beauty Dish mit einem entsprechenden Grid nehmen würde, zum Beispiel 70 cm plus Grid, bekämt ihr ein ähnliches Resultat und es wäre mit Sicherheit von der Lichtsetzung, also sprich vom Aufbau her, natürlich etwas leichter zu generieren oder zu machen, weil natürlich der Beauty Dish nicht so viel aufträgt wie eine entsprechende Softbox. So, ich hoffe, es bringt was. Viel Spaß beim Nachmachen.